Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar ist es ein Video für absolute Anfänger. Ich zeige euch in dem Video, wie ihr das Porträt vorgrundiert und wie wir dann langsam nach und nach den Farbverlauf aufbauen. Ganz wichtig ist immer wieder das Originalfoto hier unten eingeblendet mit dem, was ich male, vergleichen. So seht ihr die Unterschiede und wie sich das Bild langsam verändert. Also wir werden es jetzt heute halb fertig bekommen, der zweite Teil folgt dann demnächst. So, und zwar gucken wir jetzt einfach, welche ist denn die Hauptfarbe in dem Hundefell auf diesem Foto. Und zwar ist das jetzt so ein braun-beige und das legen wir jetzt hier einfach schon mal an. Und die Farbe so hell wie möglich. Bei den Aquarellfarben ist es so, dass man praktisch am besten wirklich von hell nach dunkel malt. Umgedreht geht auch, ist aber wesentlich komplizierter. Also ich würde auf jeden Fall gerade als Anfänger so rum starten. Ich zeichne mit Aquarellfarben jetzt schon einige Monate und auch bei mir hat sich jetzt herausgestellt, dass das so sich wirklich am besten aufbauen lässt. Ihr schaut jetzt also, wo ist das ganze Fell beige und legt das jetzt einfach mal an. Da braucht ihr jetzt noch gar nicht großartig euch Mühe geben, sondern ihr malt jetzt wirklich einfach nur diese Fläche erstmal aus. So, und immer wieder hin und her gucken, dass ihr auch keine falschen Flächen erwischt. Alles, was jetzt bei dem Hund weiß ist, das bleibt dann auch erstmal weiß. Das spart ihr erstmal aus. Dazu kommen wir dann später noch kurz. Jetzt ist es so, dass ich hier das Gefühl hatte, okay, hier ist es eigentlich heller, hier habe ich ein bisschen viel Farbe. Dann macht ihr den Pinsel einfach nass, also wascht die Farbe aus, macht den Pinsel wieder nass und dann ist das Ganze wie so ein Radiergummi, also ihr könnt die Farbe wieder abnehmen. So, dann ist es wichtig, die Farbe einmal kurz durchtrocknen zu lassen, das dauert meistens so 5 Minuten und dann kann man schon mit der nächst dunkleren Farbe starten. Das ist jetzt hier so eine Art Schokobraun. Kauft euch am Anfang einfach so einen ganz normalen Schulfarbkasten. Da habt ihr dann normalerweise so um die 20, 24 Farben. Da habt ihr alle gängigen dabei, die ihr braucht und probiert euch dann nach und nach mit den Farben aus. Am besten ist es auch, sich eine Farbkarte anzulegen. Das zeige ich auch nochmal in einem anderen Video dann, wie man das am besten macht. Sich das dann auch in den Farbkasten mit hineinlegt. Dann weiß man immer, welche Farbe hat welchen Farbverlauf und wie sieht die jetzt genau aus. Weil in den Näpfen sehen die Farben oft ganz anders aus, als sie dann auf dem Papier tatsächlich wirken. So, und jetzt fangen wir mit den Schatten an. Wir werden also jetzt praktisch immer dunkler und ihr könnt jetzt schon den Unterschied sehen. Wichtig ist, wirklich Schicht für Schicht aufzutragen, immer wieder ein bisschen dunkler zu werden und zwischendrin die Farben ganz gut trocknen zu lassen. Weil die Aquarellfarben trocknen viel heller ab. Also alles, was jetzt hier sehr dunkel erscheint, ist nachher, wenn es trocken ist, dann muss sagen, also um die Hälfte auf jeden Fall heller. Und wenn man dann doch immer weiter malt, dann kann man sich da ganz schön täuschen. So, jetzt haben wir ja die Schatten im Auge, später kommt da dann noch richtig schwarz drüber. Jetzt ganz am Anfang würde ich mich da aber erstmal mit dem dunkelbraun rantasten. Und dann auch da, so wie jetzt, immer dunkler werden. Umso wenn ihr die Farbe anmischt, umso mehr ihr die Farbe mit Wasser verdünnt, umso heller wird sie. Und wenn ihr aber einen richtig satten Farbauftrag haben möchtet, so wie jetzt, dann gehe ich auch mit dem nassen Pinsel direkt in die Farbe und verdünne die gar nicht mehr vorher großartig. Das ist aber auch einfach eine Sache der Übung, da kommt ihr im Laufe der Zeit dann auch dahinter. Ganz gut ist auch, das vielleicht auf einem Extrablatt einfach auch mal so ein bisschen zu üben und die Farbverläufe mal genau anzugucken und sich die Farben mal genau anzugucken. Dann werdet ihr dann später, wenn ihr die richtige Fellfarbe versucht anzumischen oder herauszufinden, werdet ihr auch treffsicherer. Das geht danach auch schneller. Ihr seht jetzt schon, wenn wir das jetzt, wenn wir die dunklere Farbe jetzt da einmalen, dass der Hund schon richtig Kontur bekommt. Und wir malen momentan wirklich nur einfach mit zwei Farben.
Und das ist auch das Tolle an den Aquarellfarben. Die sind für einen Anfänger absolut geeignet, weil man auch ziemlich schnell gute Ergebnisse erzielt. Und sie sind sehr einfach in der Handhabung, da sie so schnell auftrocknen. Und dann aber auf der anderen Seite auch nicht wieder zu schnell. Es ist nämlich so, wenn ihr gutes Papier habt, dann, selbst wenn die Aquarellfarbe komplett durchgetrocknet ist, könnt ihr die später immer wieder verblenden. Und mit verblenden meine ich, so wie jetzt, ich mache den Pinsel immer wieder nass und gehe dann praktisch immer wieder über die Farben drüber, über die Kanten, über die Farbnuancen, da wo die sich praktisch verändern. Da gehe ich mit dem Pinsel immer wieder drüber und dann wird das immer weicher, also die Übergänge werden praktisch weich. So, jetzt ist das Originalfoto nicht nur irgendwie nur braun oder weiß, sondern im Fell ist immer ganz viel blau auch. Hier ist noch ganz viel rosa mit drin, je nachdem, was wir gerade für eine Tageszeit und was wir für ein Licht haben. Deswegen malen wir jetzt erstmal das Blau. Da auch auf jeden Fall erstmal hell bleiben, nicht zu dunkel auftragen und dann zwischendrin wieder trocknen lassen. Deswegen male ich auch immer wieder mal in anderen Bereichen weiter, weil ich dann den einen Bereich dann eben erstmal abtrocknen lasse und dann im nächsten wieder weitermache. Jetzt ist das Braun zum Beispiel schon wieder durchgetrocknet, jetzt kann ich da wieder weitermachen und später würde ich dann jetzt in ein paar Minuten dann wieder mit dem Blau weitermachen. So, an den Lefzen haben wir jetzt zum Beispiel ganz viel Rosa. Das malen wir jetzt mal rein. Auch hier wieder schön hell bleiben. Um die ganz feinen Details zu zeichnen, habe ich zum Beispiel von Micron dann den Präzisionsstift und gehe, also ich habe mit dem Präzisionsstift die Zeichnung schon vorgezeichnet. Und wenn ich das Ganze dann fast fertig habe, dann gehe ich mit dem Präzisionsstift auch nochmal komplett drüber. Das zeige ich dann im zweiten Teil. So, da ist auch noch überall so ein bisschen rosa. Da bekommt ihr im Laufe der Zeit dann wirklich ein Auge dafür, was genau für Farben denn in dem Porträt drin sind. Und das macht auch Sinn, wenn ihr euch das ganz genau anschaut und euch diese Farben dann auch schon, bevor ihr anfangt zu malen, praktisch anmischt und schon bereitlegt. Dann müsst ihr nicht während dem Malen anfangen rumzuprobieren und zu versuchen. Ihr könnt die Farben zwar dann immer noch anpassen, aber ihr habt zumindest die Grundfarben, alles was ihr braucht, schon mal angelegt. So, da oben ist das Blau ein bisschen dunkler. Und dadurch, dass ihr diese ganze Farbpalette benutzt, die ihr eben in dem Fell findet, wird das Ganze dann auch so schön lebendig. Und man sieht ja jetzt schon, wie es anfängt sich zu verändern. Jetzt machen wir das Ohr in diesem Schokoladenbraun auch wieder dunkler. Das ist mittlerweile auch wieder getrocknet. Und mal male ich richtig. Und da das jetzt ein relativ kleines Motiv ist, das sind, weiß ich gar nicht, so 10 mal 10 cm wahrscheinlich, tupfe ich auch mit dem Pinsel relativ viel. Also mal gar nicht einfach so groß durch. Und jetzt gehe ich praktisch über den Bereich, der im Bild so dunkel ist, gehe ich jetzt wieder drüber. Und so mache ich das jetzt Schicht für Schicht. Also praktisch Farbe auftragen, wieder trocknen lassen und die nächst dunklere Nuance wieder auftragen. Das kostet ein bisschen Zeit, aber malen soll ja auch Entspannung sein. Deswegen ist es gut, dass die Trocknungszeit bei den Aquarellfarben relativ gering ist. Gerade bei Ölfarben würde man dann ein paar Tage daneben sitzen und warten. Und bei Acrylfarben hat man gefühlt genau 30 Sekunden, bis das Ganze durchgetrocknet ist und sich dann nicht mehr verändern lässt. So,
Da ist es auch ziemlich dunkel, das Fell. Da gehen wir jetzt auch gleich nochmal drüber. Und dann ist der erste Teil auch gleich beendet. Jetzt muss das Ganze erstmal trocknen, dass es doch das Bild jetzt sehr nass ist. Und dann kommt der zweite Teil auch so schnell wie möglich. So, das machen wir auch noch dunkler. Ziehen das noch bis hoch. Pinsel auswaschen und jetzt verblenden. Das meine ich mit verblenden. Ihr wascht den Pinsel aus, macht den nass. Dann geht über die Kanten, die da entstanden sind, wieder drüber. Da sieht man es jetzt gut. Und verblendet das Ganze vorsichtig. Und da viel Zeit lassen, keine Hektik. Ganz genau gucken. Und da auch nochmal schön verblenden. Und dann seht ihr das, dann werden die Übergänge so ganz weich. Und so entwickelt sich dann auch bei jedem Künstler im Laufe der Zeit der eigene Stil, weil jeder entwickelt dann nachher andere Techniken, andere Methoden, um das zu machen. Und dann wird jedes Kunstwerk unverwechselbar. Man muss ja nicht mehr unterschreiben. So, bis zum nächsten Video. Ciao!